Hi, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video mit mir für euch. Ja, heute habe ich ein Kiko Full Face Only Kiko Video für euch. Ich trage mir Kiko Produkte heute auf, die ich so geshoppt habe. Das habe ich euch in den letzten zwei Hosts gezeigt. Die verlinke ich euch am Ende, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, die ganzen Produkte testen wir heute. Das Einzige, was ich von Kiko nicht hatte, ist ein Augenbrauenprodukt und Lippenstift. Da habe ich andere Produkte verwendet. Aber ansonsten habt ihr hier das ganze Full Face Make-up mit Kiko-Produkten. Und wenn du wissen willst, wie die Sachen so sind, wie ich diesen Look hier gezaubert habe, dann bleib doch einfach dran. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier die Liquid Skin Second Skin Foundation. Da zum Testen. Da bin ich mal gespannt, wie die so ist. Die sieht nämlich genauso aus. Übrigens ist die Farbe CR15. So. Die sieht so aus und ich finde, genau, Cool Rose, CR Cool Rose 15. Und die hat doch Ähnlichkeiten mit der Catrice Foundation, wie ich finde. Ich bin mal gespannt, welches, was da so der Dupe davon ist. Ne? Weil die Kiko kostet eigentlich genauso viel. Also ich weiß nicht, wer von wem abgeschaut hat. Ich bin mal gespannt, weil ich mag die von Catrice wahnsinnig gerne. Und wenn die dann auch so ist, das ist ja perfekt. So, die schütteln wir mal ordentlich. Und dann gebe ich ein paar Pumphübe in mein Make-up-Tellerchen rein. Erstmal einen Pumphub. Schauen wir mal, wie die Deckkraft so ist. Und da benutze ich hier eben von Real Techniques meinen Buffer. Und verteile mir das im Gesicht. Das sieht schon mal gut aus. Hat echt so einen Peach-Unterton. Finde ich sehr schön. Ja, einen Pumphub brauche ich noch. Die ist auch extrem flüssig, hat einen extrem peachigen Unterton. So, und das arbeite ich mir mit meinem Beauty Blender erstmal ordentlich ein. Und die setze ich sofort überall ab. Ich sehe das schon hier an der Nase, setze ich das komplett ab. Da ist die von Catrice deutlich besser, aber die Deckkraft ist hier schon mal schön. Sie ist auf jeden Fall sehr matt. Okay, jetzt im Display sehe ich im Licht, dass sie doch ein bisschen Glow hat. Aber ich finde, im Spiegel ist sie sehr matt. Es ist nicht ganz die richtige Farbe für mich, deswegen versuche ich auf jeden Fall hier alles zu verblenden, dass ich keine Ränder habe. Und gebe mir noch ein bisschen Aufbau über meine Rötungen. Einmal geschminkt einschlafen und die Haut verzeiht es einem gar nicht mehr. Also die setzt sich komplett in die Poren. Meine Lieblingsfoundation wird das nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich sie nochmal benutzen werde. Ich muss mal testen. Vielleicht liegt es auch an der Base, an der Creme, die ich drunter habe. Aber normalerweise habe ich da nie Probleme mit. Kann man das hier erkennen, hier an der Nase. Ganz komische Absetzungen. An der Nase bleibt es gar nicht kleben. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die schon mal getestet habt. Mein Fall ist es nicht. Und man sieht hier den peachy Unterton. Gut, da habe ich mich wahrscheinlich jetzt einfach nur in der Farbe vergriffen. Ist nicht so schwer. Ich finde, das passt aber so im Gesicht. Aber so wie sich das komisch absetzt, das macht so ein unebenmäßiges Gleichgewicht im Gesicht, finde ich. Und gefällt mir gar nicht, aber ich schau mal, ob ich da was mit dem Puder retten kann. Als Concealer nehme ich hier den Skin Tone Concealer. Sieht folgendermaßen aus. Ja, ist so ein Teil, wirkt so ein bisschen wie Glas, aber ich glaube, es ist kein Glas. Mal den mal auf, ja, ganz normaler Applikator und geben das... Oh, sehr hell. So, den arbeite ich lieber gleich mal ein, weil ich habe Angst, dass der genauso pastös ist. Aber es geht, lässt sich gut verarbeiten. Unterm Auge sieht es nicht besonders gut aus. Tut so ein bisschen alles austrocknen, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht unter einer anderen Foundation oder auf einer anderen Foundation. Es hat auf jeden Fall so ein bisschen die Augenschatten abgedeckt, aufgehellt. Wir machen mal weiter. Als nächstes setzen wir uns mal den Concealer unterm Auge. Dazu nehme ich von Kiko Invisible Touch Face Fixing Powder. Das ist, glaube ich, für das ganze Gesicht.
Ich wollte aber ein loses Puder für unter die Augen und schauen wir mal. Es wirkte auf den ersten Eindruck sehr, sehr fein. Und ich finde die Aufmachung auch wirklich wundervoll. Ich schraube das dann quasi so auf, habe hier so mega Puschel. Und dann unten drunter die Mogelpackung. Da gucken wir mal, das ist sehr, sehr weiß. Aber jetzt kann ich es natürlich nicht beurteilen, da der Concealer schon sehr austrocknet war. Meine Nase gefällt mir gar nicht. Also ich meine jetzt von der Foundation her, es setzt sich alles komisch ab. Auch hier im Wangenbereich. Das kann man, glaube ich, schwierig erkennen. Hat sich alles komisch abgesetzt. Also die Foundation ist gar nicht mein Fall. Und wahrscheinlich durch das Auftragen von Puder und Concealer habe ich mir auch alles noch abgetragen. Bisher kein Favorit. Gar nichts. Aber wir haben ja auch einige Produkte, vielleicht helfen die. Also die Puderprodukte wie Bronzer und Rouge und so weiter sind eigentlich immer sehr, sehr begehrt. Also ich bin gespannt. Aber meine Base gefällt mir überhaupt nicht, überhaupt nicht. So, das Gesicht setzen wir jetzt mal mit dem Radiant Fusion. Das hat mich jetzt so ein bisschen an das Hourglass erinnert. Das ist ein gebackenes Puder in der 01. Schon mal wunderschöne Aufmachung. Spiegel mit drin enthalten. Und hier ist das Puder. Da gehe ich mit einem neuen Pinsel rein. Den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht getestet. Das ist aus diesem wunderschönen Set hier gewesen von BH Cosmetic. Findet ihr im Standardsortiment. Und das ist der Pinsel 1. Und da gehe ich, oh, das ist sehr krümelig. Schauen wir mal. Setze ich mir mein Gesicht damit. Ich finde den Pinsel wirklich ein bisschen borstig. Also ich habe ja am liebsten den von Real Techniques, den Puderpinsel. Der ist richtig fluffig und der ist so ein bisschen kratzig, finde ich. Also Radiant sehe ich davon nicht viel. Wobei auf den Handrücken, wenn ich den swatche, kann ich so ein bisschen Glow erkennen. Also schauen wir mal weiter. Ist immer schwierig, wenn man komplett neue Produkte mit neuen Pinsel testet. Da kann man immer so schwierig sagen, den ersten Eindruck, wenn alles neu ist, was man von den Produkten hält. Also ich müsste die Sachen vielleicht auch gemischt benutzen, die Foundation mit meinem Lieblingspuder und so weiter. Vielleicht wird es dann besser, das werde ich auf jeden Fall nochmal testen, sonst geht sie weiter. Ich hoffe, das wird jetzt kein totaler Reinfall heute. Ich muss noch ein paar Videos drehen. Bisschen, ne? Bisschen Radiant hat's. Naja, also dem Puder gebe ich auf jeden Fall noch eine Chance. Das sieht alles noch gar nicht mal so schlecht aus. So, weiter geht's. Jetzt brauchen wir ein bisschen Farbe im Gesicht. Ich wirke jetzt ein bisschen bleich irgendwie. Mit Bronzer. Hier habe ich den Waterflower Magic Bronzer. Wunderschöne Verpackung, wie ich finde. Und das ist die 02 Natural Sienna. Und ich finde, ach, das ist so ein Schmuckstück. Das ist so hübsch. Und innen drin auch die Stanzung. Wunderbar. Und ich hoffe, die Farbe passt. Ich setze mir jetzt mal... Ich nehme mal diesen Pinsel, das ist die 02 oder die 2 und gebe mir ein bisschen erstmal Kontur. Und verteile mir das so ein bisschen großflächiger. Hat einen starken Geruch, finde ich, aber jetzt irgendwie einfach nur komisch parfümiert. Foundation hat nach nichts gerochen, glaube ich. Einfach nur so nach Foundation. Die Farbe ist tatsächlich ganz okay. Da habe ich schon Schlimmeres gehabt. Verstärke mir jetzt so quasi ein bisschen noch mehr die Kontur. Nicht wundern, ich mal hier mein Stirnband ein bisschen an. Ich muss sagen, die Facepinsel gefallen mir bisher auch noch nicht so. Die hauen mich echt nicht um. Bin mal gespannt auf die Augenpinsel. Aber klar, das ganze Set hat irgendwie 25 Euro oder so gekostet und ihr habt hier einen Haufen Pinsel. Das dauert ewig. Ich brauche zum Bronzen immer so einen fluffigen, großen. Habe ich von Ebelin einen und ich liebe den. Aber es ist Farbe im Gesicht, es ist etwas rotstichig im Display. In der Kamera wirkt es in dem Licht sehr rotstichig, aber ich finde, es geht. Also da habe ich wirklich schon Schlimmeres gehabt. Ist trotzdem jetzt nicht mein Lieblingsbronzer. Aber die Verpackung macht hier gerade echt mehr als das Produkt.
Und die Verpackung nimmt auch einiges jetzt weg an Kritik. Gut, so lasse ich das erstmal. Und wir machen weiter mit dem Highlighter. Da habe ich hier den Glow Fusion Powder Highlighter. Auch diese schlichte schwarze Umverpackung in der 01 Glow Fusion. Diese Standard Grau und Transit verspiegelte Silber. Spiegel enthalten und diesen wunderschönen Highlighter. Ich swatche den euch nochmal. Es ist ein wunderschöner Ton. Geht eher auf jeden Fall ins Goldige. Und ihr seht, das macht schon ordentlich Bäm. So, Highlighter. Ich habe hier in meinem Set nicht so wirklich einen Highlighter-Brush. Deswegen nehme ich meinen eigenen. Ja, im Display schaut es sehr, sehr gut aus. Im Spiegel kann ich jetzt kaum was erkennen. Sehr dezent, aber er ist da. Auch eine schöne Farbe. Wirklich sehr dezent, also knallt nicht so wie manch andere, die ich favorisiere. Aber so für den Alltag ist es ganz schön. Also spitze. Ein bisschen unter den Augenbrauen. Und Stirn brauche ich nicht arg, weil ich habe eben Pony. So, sieht doch ganz gut aus. Highlighter gefällt mir schon mal sehr gut, tatsächlich. Jetzt gehen wir weiter zu dem Blush. Da habe ich zwei verschiedene. Dann schauen wir mal, welche Farbe jetzt heute besser geeignet ist. Metal Fusion Blush in dieser normalen schwarzen Verpackung in der 04. Das ist so ein bisschen Gold, also goldspiegelnd und hat eine wunderschöne Farbe und ist auch mega glowy. Sehr, sehr schön. Aber richtig Metall. Der knallt schon mehr als der Highlighter. Das ist der Wahnsinn. Und der andere ist der Ocean Feel Blush. Auch wunderschöne Verpackung, wunderschöne Aufmachung in der 02 Bonnie Mine. Das ist so schön, die Verpackung. Eieiei. Und das ist so ein, ja, wie so ein gebackener Blush. Und geht mehr ins Pinke. Hier der zweite. Beide sind metallisierend. Sehr, sehr glowy. Und ich glaube, ich entscheide mich für den hier, weil die Verpackung so schön ist. So, welchen Pinsel nehmen wir da? Ich nehme mal den Pinsel, das ist jetzt die 3. Hat den gleichen Geruch. Mega glowy. Schöner Sommerlook. Sehr, sehr glowy. Ist ja der Wahnsinn. Also der Blush knallt wirklich mehr als der Highlighter. Schöne Farbe. Da braucht man nicht viel Produkt von, weil es ist mega pigmentiert. Das Ganze tue ich jetzt ein bisschen so verblenden mit dem Beauty Blender. Sehr, sehr schön. Richtig frisch sehe ich aus. Die Foundation sieht jetzt echt so, die Base gefällt mir jetzt am Ende richtig gut. Die Foundation hat sich irgendwie sehr schön gesetzt, finde ich. Durch das Puder vielleicht auch. Das Puder macht, glaube ich, auch gute Arbeit. Also wie gesagt, die Puderprodukte gefallen mir bisher am besten und die, von denen habe ich jetzt auch schon am meisten eben gehört. Man sieht eben jetzt durch die ganzen Highlighter und so nicht mehr, wie stark es sich abgesetzt hat. An der Nase geht es jetzt auch mittlerweile, also es hat sich scheinbar gesetzt. Und das Ganze setten wir jetzt mit dem Prime and Fix Refreshing Mist von Kiko. Ja, wieder Kiko. Das Ganze setten wir jetzt mit dem Prime and Fix Refreshing Mist, auch in dieser schwarzen Verpackung. Sieht so aus, auch recht schick und edel und da ist eine Kugel drin. Da bin ich mal gespannt. Probieren mal aus. Okay, los geht's. Okay, das ist parfümiert, das riecht sehr angenehm, sehr, sehr feiner Nebel, wirklich sehr fein. Und trocknen wir uns jetzt einmal an. Hat mir sehr gut gefallen. Also das ist wirklich ein sehr schöner Sprühnebel.
Fixierend und erfrischend. Vor Gebrauch schütteln, etwa 20 cm Entfernung auf das Gesicht sprühen, bla bla blub. 70 ml sind enthalten. Ich finde den Duft sehr angenehm. Es ist stark parfümiert, muss ich sagen. Bleibt auch auf dem Gesicht, aber ich mag den Geruch. Schönes Produkt, das gefällt mir schon mal ganz gut. Wir werden sehen, ob ich dann Pickel davon bekomme oder so. Aber es ist selten der Fall, dass ich von Fixing Sprays Pickel bekomme. Und die Base ist auch wunderschön, hat sich alles gut miteinander vermischt. Und ja, ich mache mir jetzt meine Augenbrauen schnell. Da habe ich ja gesagt, ich habe kein Augenbrauenprodukt, deswegen mache ich mir das schnell mit meinen eigenen Produkten und wir sehen uns gleich wieder. Übrigens kann ich gerade erkennen im Gesicht, dass das Spray rosa schimmrig ist. Ich habe wie so rosa, sparkelschimmernde Pigmente, reflektierende Pigmente im Gesicht. Leicht tröpfenartig, aber ganz, ganz fein. Aber ich kann es erkennen, dass das irgendwie ein rosa Schimmer mitentwickelt hat. Sehr interessant. So ein bisschen wie das Pink Light wahrscheinlich von MAC Fix. So, Augenbrauen sind fertig und wir machen weiter mit dem Augen-Make-up-Look. Für die Augen habe ich einmal von Kiko Color Lasting Creamy Eyeshadow in der Farbe 03. Auch schwarze, schlichte Umverpackung, Standard. Und da haben wir dieses kleine Tübchen und das ist so eine wunderschöne Farbe. So ein schönes Rot, ist ein Creme-Lidschatten und ich habe mir dann eben gedacht, das aufs bewegliche, komplette Lid aufzutragen und ein bisschen dann mit dieser Lidschattenpalette zu spielen. Die zeige ich euch aber gleich im Anschluss. Wir tragen uns erstmal den Lidschatten auf. Dazu nehme ich hier wieder meinen Essence Eyeshadow Brush, den liebe ich eben für solche Anwendungen. Für Creme-Lidschatten ist der perfekt und trage mir einmal komplett aufs Lid drauf und dann bin ich mal gespannt. Oh ja. Er wirkt schon fast ein bisschen pudrig, habe ich das Gefühl. Lässt sich auch schön verblenden. Krümelt irgendwie ein bisschen, das ist komisch. Wie gesagt, so fast ein bisschen pudrig. Aber eine wunderschöne Farbe. Ich kann nicht mal reintupfen und schauen, wie der sich anfühlt, weil ich so lange Fingernägel habe und das geht so tief rein. So, habe ich ein bisschen näher rangeholt. Ich glaube, es ist ein bisschen besser. So sieht das aus. Sehr, sehr schön. Krümel tut er ein bisschen, ja. Auch wenn ich so den wenn ich den auch so umdrehe, den Topf, dann krümelt es daraus. Ganz eigenartig. Also es hat scheinbar so eine Mischung, pudrig, das schwappt dann auch so hin und her, die Konsistenz. Ganz lustig. Und ich habe auch ein bisschen Krümel hier drauf. Ich hoffe, ich kriege die jetzt weg. Und dann habe ich hier von Kiko diese Green Me Eyeshadow Palette in Feisty Saffron 102. Sehr interessantes Produkt. Das ist so ein recycelter Karton. Und auch das Innenleben, das schaut sehr, sehr schön aus. Ist so Mint-Pastellgrün. Und das ist die kleine Eyeshadow-Palette. So niedlich, auch mit kleinen Spiegeln enthalten. Es ist echt kompakt. Wie so kompaktes Puder eben. Schön für unterwegs auf Reisen. Super. Es hat ein bisschen komischen Geruch. So, wir nehmen jetzt die Mitte hier, diesen roten Ton. Und ich verblende mir sozusagen die Kanten mit einem fluffigen Pinsel. Dann nehmen wir mal den da. Nehmen wir mal den da. Das ist die 8. Der ist so ein bisschen flacher gebunden. Trotzdem fluffig. Und damit gehe ich dann quasi in die Kante rein mit diesem Rot. Okay, wo ist die Pigmentierung? Die Farbe passt ganz gut. Pigmentierung ist so lala. Man sieht, es ist was passiert, ne? Auf jeden Fall zum anderen Auge. Aber der Geruch ist echt abartig. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendwie so ein Recyclingprodukt mit Naturkosmetik-Lidschatten. Ich weiß es gar nicht. Kann mich da nicht belesen. Stand, glaube ich, auch nicht viel dabei. Kann mir jemand mal sagen, was diese Green Me Edition ist? Gut,
Das sieht schon mal alles ganz nice aus. Und jetzt gehe ich mit einem dunkleren Ton. Ich nehme mal den dunklen braunen hier daneben. Ist auch ein Schimmerton. Ich nehme diesen kleinen Shader Brush. Das ist die 7. Okay, die Pigmentierung scheint hier ein bisschen krümeliger zu sein. Mal schauen. Ich setze mir hier die Kante an und vertiefe mir das äußere V. Also Pigmentierung ist echt schwach. Könnte auch an den Pinseln liegen. Es hat nur gekrümelt. Super. Gut, es ist etwas passiert. Man sieht, die Kante ist da. Krümel gehen gut weg. Jetzt gehe ich mal in den matten Ton, in diesen dunklen braunen rein und versuche es dann nochmal zu vertiefen. Sehr krümelig. Es ist etwas passiert, aber sehr sanft, sehr dezent alles. Lässt sich aber schön aufbauen. Man kann nicht viel falsch machen, habe ich auch das Gefühl. Auf dem Auge gehe ich jetzt direkt mit dem matten Ton. Es krümelt extrem. Das Schöne ist, weil die Pigmentierung so schwach ist, kann man die Krümel voll gut wegmachen und es färbt nichts ein. Ja, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Da kann man erkennen, die Krümel, das Krümelmonster. Okay, aber so im Großen und Ganzen sieht es eigentlich ganz nett aus. Jetzt umrande ich mir mein Auge mit dem Intense Color Long Lasting Eyeliner. Den habe ich auch und das ist in der 04. Es ist ein schöner metallischer, mit leicht Schimmerpartikel angereicherter Eyeliner. Und der ist mega pigmentiert, mega weich und extrem haltbar. Also ich habe den euch mal gezeigt im Haul. Der geht gar nicht weg vom Handrücken und damit umrande ich mir jetzt einmal komplett das Auge. Wirklich sehr, sehr schön cremig. Schön decken, schöne Pigmentierung. Lässt sich wunderbar auftragen. Es könnte echt ein Favorit werden. Weil auch viele Eyeliner bei mir mal abstempeln im Laufe des Tages. Weil ich ein ganz leichtes Schlupflid habe. So. Und einmal unten komplett. Dazu gehe ich aber nicht auf meine Wasserlinie, sondern unten drunter. Das öffnet das Auge noch so ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite ist so ein kleines Schwämmchen. Aber das benutze ich jetzt nicht. Ich setze jetzt das Ganze nochmal und verbinde quasi hier die Kante, die Kontur mit dem unteren und dafür gehe ich in diesen schimmernden braunen, wo ich vorhin hier im äußeren Winkel war. Ich nehme mal hier den ganz kleinen, die 12 ist das. Das ist eigentlich auch perfekt für die Augenbrauen, aber dafür ist er mir zu schade. Und der ist auch richtig weich und soft vorne dran. Deswegen nehme ich ihn dafür jetzt. Sette und weiche und softe so ein bisschen den Eyeliner jetzt damit aus. Mir fehlt so ein bisschen dunkel noch außen. Irgendwie sieht das alles noch so unfertig aus. Ich softe mir jetzt oben noch die Kante ein bisschen aus. Ist mir alles noch ein bisschen zu kantig. Nehme ich hier den fluffigsten Pinsel. Das ist die Nummer 5. Und gehe ein bisschen hier in den hellen Verblendeton. Softe die Kante ein bisschen aus. Ja, sieht ein bisschen besser aus, ne? Also der Geruch ist wirklich auch sehr, sehr bissig tatsächlich. Es ist zwar ein Übergang vorhanden, ein schöner auch. Das hat sich alles schön verblenden lassen, aber ich will es noch dunkler. Aber dieser dunkle braune Ton, das schafft es tatsächlich nicht. Ich probiere es gleich trotzdem nochmal. Ich nehme hier den schmalsten Blendepinsel. Das ist die 6. Geht es noch mal in diesen braunen Ton. Tupfe mir so ein bisschen was hier in die Ecke rein.
Okay, das wird schon mal irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Könnte wirklich am Pinsel liegen, ne? Der ist jetzt richtig schön weich. Das nimmt besser das Pigment auf. Aber absolutes Krümelmonster. Ja, Nase sieht grauenhaft aus nach wie vor. Hat sich ganz komisch alles abgesetzt. Aber so im Großen und Ganzen wirkt das Gesicht wirklich sehr, sehr schön. Gibt hier keinen Highlighter-Ton. Deswegen muss ich mit dem Highlighter in den inneren Augenwinkel. Und hier habe ich auch aus dem Set die 10 so einen süßen Brush. Und den habe ich noch gebraucht. Der hat echt noch in meiner Sammlung gefehlt. Ich feuchte den Pinsel an und gebe mir das dann rein. Das wird bestimmt ein bisschen kräftiger. Sieht echt gut aus. Ja, das hat jetzt die Palette hergegeben. Also es ist kein Sommerlook, auf keinen Fall. Es ist wirklich ein wunderschöner Herbstlook geworden. Ich finde, sehr dunkel, rot, braun, sehr, sehr schön. Und ja, das haben die Farben nochmal hergegeben. Vor allem eben dieser creamy, long-lasting, was auch immer. Ja, Eyeshadow. Und gefällt mir trotzdem gut. Wir machen jetzt die Wimpern noch auf jeden Fall. Das Ganze wird dann ein bisschen kräftiger. Hierfür würden sich wahrscheinlich auch Fake Lashes sehr, sehr gut machen. Aber ich wollte ja voll gerne die Mascara eben von Kiko noch testen. Und Mascara testet sich nun mal besser mit natürlichen Wimpern. Und ich habe hier die da. Das ist die Ultra Tech Plus Volume and Definition Mascara. Ja, ist voll der fette Oschi. Sehr stachliges Bürstchen. Sehr, sehr stachelig. Ich hoffe, ich steche mir wieder nicht die Augen aus, aber ich bin das ja von meiner The Real gewohnt. Ich curle sie mir jetzt erstmal. Bis auf die Nase sieht die Base echt gut aus. Okay. Macht sie im ersten Auftrag sehr natürlich, gibt Farbe ab und zieht sie extrem in die Länge. Also gefällt mir auf den ersten Blick schon mal sehr, sehr gut. Gibt auch Volumen. Also man sieht, finde ich, schon deutlich einen Unterschied. Aber da müssen noch ein paar Schichten hin. Mir ist das noch ein bisschen zu wenig. Die macht halt, finde ich, überhaupt keine Fliegenbeine. So sieht das Ganze jetzt aus. Gar nicht mal so übel, gell? Ich tusche mir jetzt noch unten die Wimpern und dann schaue ich mal, ob ich noch eine dritte Schicht drauf mache. Aber so gefällt es mir eigentlich ganz gut. Es macht echt keine Fliegenbeine. Es verklebt überhaupt nichts. Voll gut. Ist halt wirklich im wahrsten Sinne ein Tannenbürstchen. Das geht so ein bisschen spitz zulaufend nach oben und unten hat so richtig lange Borsten. Ich finde, das greift dann voll gut die hinteren Härchen. Wenn euch die Produkte im Näheren interessieren, die zeige ich im Haul. Ich habe 2 Hauls, wo ich Kiko mitgeshoppt habe und die verlinke ich euch dann am Ende vom Video. Dann könnt ihr mal reinschauen. Da zeige ich die Sachen alle auch ein bisschen näher in die Kamera. Also selbst nach der dritten Schicht macht es überhaupt keine Fliegenbeine, weil es wirklich, das Bürstchen gibt nicht so viel Produkt ab. Bin gespannt, ob die abstempelt, die Mascara. Auf jeden Fall sieht das so aus. Und ich finde, das lässt sich wirklich sehen. So, Lippenstift habe ich natürlich vergessen. Ja, sowas konnte mir passieren. Ich gebe mir jetzt einen Lip Liner drüber. Den Lippenstift von Huda Beauty, weil ich finde, der passt ganz gut. Und zwar habe ich den hier da, Social Light. Das ist die Farbe Social Light Liquid Matte Lipstick, hatte ich mal in der Glossy Box. Wunderschöne Farbe. Und darüber gebe ich dann den Gloss von Fenty Beauty. Ja, ich liebe diese Farbe von Huda Beauty. Passt auch sehr gut zum Lidschatten, wie ich finde. Sehr, sehr schön. Den lasse ich jetzt ein bisschen antrocknen und dann gebe ich mir den Gloss von Fenty Beauty drauf. Ich finde, der passt wunderbar dazu und auch perfekt zum Augen-Make-up-Look. Ich finde, er alleine, obwohl er so deckend aussieht, ist es wirklich nur so ein farbiger Lipgloss. Aber ich finde es schöner, wenn man einen deckenden Lippenstift drunter hat und dann eben, oder einen Lipliner komplett über die Lippe ausmalt und dann den Gloss. Und der ist wirklich schön. Ich habe übrigens die Farbe Fenty Glow. Traumhaft, toller Duft. So, der ist jetzt was angetrocknet und den geben wir uns jetzt drüber. Ich finde das riecht wie so ein Kaugummi oder so, mega gut. So ein fruchtiger Kaugummi. So, so sieht das Ganze vom Weiten aus.
Ja, sehr herbstlich, wie ich finde. Das wird jetzt mein Herbstlook. Und ich liebe es. Wenn ich mir jetzt dann die Haare noch runterlasse, den Pony und so, dann sieht alles wieder picobello aus und mir gefällt's. So, ihr Lieben, das war mein Kiko Full Face. Ich bin ziemlich begeistert, bis auf die Foundation. Mit der muss ich noch ein bisschen umgehen können. Mal schauen, die Lidschattenpalette war jetzt auch nicht so das Beste. Da habe ich wirklich bessere Qualität. An und für sich schöne Farben, lässt sich schön verblenden, aber viel, viel, viel zu krümelig. Also vielleicht das nächste Mal dann die Base später drauf machen. Ich finde, ich habe so ziemlich gut die Krümel wegbekommen. Die haben sich jetzt nicht so reingefressen in die Foundation. Die Base ist ganz in Ordnung. Glow ist super. Also ich finde, so vom Weiten, im Großen und Ganzen sieht alles tippitoppi aus. Hat mir gut gefallen. Also die Produkte kann ich bisher, bis auf die Foundation, wirklich eigentlich alle gut empfehlen. Hat mir wirklich alles gefallen. Auch unterm Auge sieht es richtig gut aus. Das Puder ist sehr, sehr fein. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Produkten habt, gerne in die Kommentare damit. Dann schaue ich, ob ich das euch irgendwie beantworten kann. Ansonsten schaut bei Kiko vorbei. Die haben immer voll coole Produkte im Sale, wie ich finde. Und da habe ich auch meistens immer zugeschlagen. Und ich bin wirklich, wirklich zufrieden mit dem bisher. Und ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, Vorbeischauen und so weiter. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr das gerne hier nachholen. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und hier verlinke ich euch eben hier die zwei versprochenen Hauls, wo ihr unter anderem auch die Kiko-Produkte, die ich so geshoppt habe, die ich hier heute verwendet habe. Da habe ich alles genauer gezeigt und heute eben im Auftrag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.